In unserem Studio in Eisenstadt begrüße ich jetzt den burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Sie waren Verteidigungsminister in den Jahren 2016 und 2017. Erwarten Sie auch einen österreichischen Kompromiss oder glauben Sie, werden wirklich 10 Milliarden Euro ins Heer investiert? Ich glaube, die Diskussion, dass das Verteidigungsministerium hier finanzielle Mittel braucht, dass Ausstattung und etc. Investitionen des Personal notwendig ist, das liegt auf der Hand. Das sehen wir aus den letzten Jahren. Das Verteidigungsministerium, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bewundere auch die Soldaten, die sind sehr leidensfähig und haben in den letzten Jahren und letzten Jahrzehnten sehr vieles an Strukturreformen, Einsparungen, Versprechungen, nicht gehaltene Versprechungen, immer wieder mitgemacht. Aber die Diskussion zum jetzigen Zeitpunkt aus meiner Sicht geht jetzt komplett in die falsche Richtung. Wir müssen einmal als Politik und als Staat die Frage für uns beantworten, wie sehen wir die Rolle unserer Neutralität? Ist die Rolle unserer Neutralität eine, die in das europäische, in die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik eingebettet ist? Oder ist die Rolle der Neutralität eine wie in der Schweiz? Ich gehe davon aus, dass die Antwort auf diese Frage erstere sein wird. Und dann muss man auch klar die Frage beantworten, was erwarten wir dann von einem österreichischen Bundesheer, die gewisse verfassungsrechtliche Aufgaben zu erfüllen hat. Und erst dann, wenn diese Aufgabenstellung und diese Fragestellung beantwortet ist, welche Aufgaben soll zukünftig das österreichische Bundesheer erfüllen, dann sollte man über die Ausstattung und über das Budget diskutieren. Also ich verstehe Sie richtig. Sie gehen in die ähnliche Richtung wie Bundeskanzler Nehammer, der ja gesagt hat, nach dieser Versailler Erklärung in der EU, wir können uns auf die Beistandsverpflichtung in den EU-Verträgen verlassen, würde aber dann heißen, dass wir eben nicht so viel investieren müssen oder uns spezialisieren sollen, wie gestern ein Experte im Mittagsjournal gesagt hat. Wie sehen Sie das? Schauen Sie, diese Diskussion um 1% Verteidigungsbudget ist aus meiner Sicht derzeit vordergründig und fadenscheinig. Man braucht sich nur die Liegenschaften anschauen, man braucht nur die Ausstattung der Soldaten anschauen. Da wird höchstwahrscheinlich dieses 1% am Budget gar nicht reichen, geschweige denn aufzurüsten im Cyberbereich, im Abwehrbereich und in verschiedenen anderen Bereichen. Das heißt, und das ist Aufgabe der Politik und das ist ganz wesentlich, diese Positionierung muss getroffen werden, das muss auch für jeden klar sein. Ich bin noch nicht damit einverstanden, dass das klar ist, weil es gibt auch sehr große und sehr wichtige Teile in der ÖVP, die seit 2000 immer irgendwo noch diese NATO-Fantasien hegen. Es wurde jetzt vom Bundeskanzler zwar klargestellt, aber die Richtung muss immer klar sein. Und dann muss man die Aufgaben definieren. Und es ist genauso eine wesentliche Aufgabe des österreichischen Bundesheeres, beispielsweise den Katastrophenschutz in Österreich zu gewährleisten. Wir sehen es jetzt tagtäglich an der Grenze. Das österreichische Bundesheer macht einen tollen Grenzeinsatz. Das österreichische Bundesheer unterstützt im Assistenzeinsatz bei der Corona-Krise. Und wir sehen es, dass es personell an die Grenzen kommt. Wir sehen es auch an den Helmlieferungen in die Ukraine, dass Helme von den Soldaten abgezogen werden. Das sind so plakative Beispiele, die durchaus imposant den Zustand des österreichischen Bundesheeres erläutern. Jetzt einfach zu sagen, 1% und damit ist alles erledigt, diese Diskussion ist zu kurz gegriffen aus meiner Sicht. Dann machen wir es konkret. Wo würden Sie investieren? Sie waren ja Minister, Sie müssten es ja genauer wissen. Also ich würde zunächst diese Rolle definieren. Was soll die österreichische Bundeswehr in diesem europäischen Korsett der Sicherheits- und Verteidigungspolitik an Aufgaben erfüllen? Dann ist dringend aus meiner Sicht das Gebot der Stunde, in Infrastruktur zu investieren. Ich glaube, die Soldaten haben sich auch verdient, dass es ordentliche Kasernen gibt. Es ist dringend erforderlich, in die Schutzausrüstung, in die Ausrüstung der Soldaten zu investieren. Man muss die Cyberthematik auf den Tisch legen. Derzeit in Österreich ist das Thema Cyberkriminalität, Cyberabwehr über 4 Ministerien verteilt. Da sind Kompetenzfragen zu stellen. Es ist der Katastrophenschutz ein Assistenzfall des österreichischen Bundesheeres. Aus meiner Sicht ist die Diskussion überflüssig oder notwendig, ob das österreichische Bundesheer originär für Katastrophenschutz zuständig sein soll. Das ist eine wichtige Frage. Und dann muss man in diesem europäischen Kontext der Positionierung auch die Frage stellen, die ist zu beantworten, wie ist der Verteidigungsfall militärisch zu beurteilen? Noch eine konkrete Frage. Sind Sie für die Wiedereinführung der Milizübungen, also auch für eine Verlängerung des Wehrdienstes?
Also das Milizsystem in Österreich ist unbestritten. Das Milizsystem, wie wir es in der Corona-Krise in der Vergangenheit in der ersten, zweiten Phase erlebt haben, dass die Miliz einen Monat benötigt, um zu mobilisieren, das zeigt ja auch schon die Handlungsfähigkeit. Wenn man zu einer Milizsystematik sich bekennt, dann muss die Milizsystematik effektiv sein. Und eine effektive Milizsystematik würde am Ende des Tages auch bedeuten 6 plus 2. Okay, das ist in Ihrer Partei mehrheitsfähig? Das wird zu diskutieren sein. Sie fragen mich um meine persönliche Meinung. Ich gehe davon aus, dass, wenn es darum geht, ein funktionierendes System zu haben, auch für den Katastrophenschutz, und das darf man niemals vergessen, das ist eine ganz wichtige Aufgabenstellung des österreichischen Bundesheeres, dann muss man, und das ist man diesen Mitarbeitern, den Soldaten des österreichischen Bundesheeres schuldig, auch ihnen die Mittel und die Möglichkeiten und die Systeme geben, die Aufgaben zu erfüllen. Ihre Parteichefin Pamela Arendi-Wagner schreibt heute in einem Gastkommentar in der Wiener Zeitung den Satz: Neutrale Staaten stellen für Großmächte keine Bedrohung dar, das stärkt unsere Sicherheit. Würden Sie das auch so formulieren? Also die Neutralität hat sicherlich einen internationalen gewissen Faktor. Man sieht es an der Rolle Schweiz, man sieht es auch an der historischen Rolle, die Österreich eingenommen hat. Ich glaube schon, dass man behaupten kann, dass insbesondere auch Bruno Kreisky eine sehr aktive Rolle in der internationalen Friedensdiplomatie eingenommen hat. Diese Rolle auf europäischer Ebene hat vielleicht bis zu einem gewissen Grad, obwohl natürlich nicht neutral, NATO-Mitglied in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Angela Merkel eingenommen. Angela Merkel ist nicht mehr auf der politischen Bildfläche und jetzt entsteht und ist entstanden ein gewisses Vakuum. Das wäre eine tolle Aufgabe für Österreich, das wäre eine tolle Aufgabe, eine wichtige Aufgabe für österreichische Politiker. Da kann man aber nicht den Schalter umlegen und sagen, wir sind heute die Spitzendiplomaten, wenn es um Friedensprozesse gibt international, sondern diesen Status müssen wir uns erarbeiten und das ist auch das Gebot der Stunde und auch eine Aufforderung an unsere Politik und Außenpolitik. Danke vorerst.